willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Inka Nehage und mein Thema heute, ich möchte euch einmal zeigen, wie man ein Landschaftsbild aufbaut und wie man richtig die Bäume in eine Landschaft portioniert. Und das werde ich jetzt mir ein Blatt Papier nehmen, einen Bleistift und euch das dann so skizzenhaft zeigen, wie das funktioniert und ihr dann schöne Landschaftsbilder malen könnt. Wenn ihr aber wissen wollt, wie man einen Baum malt, sei es in Aquarellfarben oder Aquarellfarben, dann möchte ich auf eine meiner anderen Videos hinweisen, die ich am Ende dieses Videos dann einblenden werde. Ich hoffe, es wird euch gefallen und nützlich sein. So, wir möchten jetzt eine Landschaft malen. Dann wird diese Landschaft in drei Abschnitten eingeteilt. Das heißt den oberen Bereich, den mittleren Bereich und den unteren Bereich. So, und dann sehe ich mir eine Horizontlinie hier jetzt, eine gerade Linie. So, wichtig ist, ich sage das nur mal so, es muss nicht gerade ganz gerade sein, nur mal so gezeichnet. So, wichtig ist, dass wenn man Horizontlinie, dass die nicht in der Mitte des Blattes ist, sondern ein bisschen oberhalb oder ein bisschen tiefer. Also nie mittig mit der Landschaft da die Horizontlinien beginnen. Immer ein bisschen höher ansetzen. So haben wir dann den oberen Bereich. Den kann man schauen, wie man möchte. Das ist eine Sache des Betrachtens später, in welchen Horizont man schaut. Jetzt habe ich hier so oben einmal, das ist jetzt hier, während hier ist es jetzt einmal der Himmel. Und da wird dann hier, so, das soll dann jetzt der Himmel. Und der wird dann in hellen, dunklen Blautönen kann man dann diesen Himmel malen. Die Wolken in Weiß ausarbeiten. Und dann nicht vergessen, auch einen dunkleren Ton in die Wolken zu geben, damit die Tiefe und Struktur bekommen. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt, das ist, dann haben wir hier den mittleren Teil vom Bild und unten ist der untere Teil. Und jetzt können wir hier oben, wenn wir möchten, hier oben ansetzen, ein bisschen Landschaft reinbauen, so wie wir so angedeutet mal hier, dass man hier jetzt so ein paar Bäumchen, Büsche, Sträucher, alles was wir im hinteren Bereich einbauen, ist in der Farbgebung etwas schwächer und nicht so stark ausgemalt. Je näher wir nach vorne kommen, werden wir mit den Farben intensiver und arbeiten uns auch detailreicher ein. Wenn wir jetzt einen Baum malen und ich setze diesen Baum hier an, so, das ist jetzt hier so ein Baum, den ich jetzt mal so andeute. Ich mache das jetzt mal hier so. So, da habe ich jetzt einen Baum in die Landschaft eingebaut. Und dabei ist es jetzt wichtig, was mache ich mit dem nächsten Baum? Man kann die überall einbauen in der Landschaft, so Bäume. Aber wichtig ist auch da wiederum, nie den Baum in der Blattmitte einbauen. Mittig hat ein Baum nichts zu suchen. Er wird entweder am linken Randseite, rechter Randseite, hier unten oder hier oben, wo man möchte, eingebaut. Ich habe jetzt hier so einen kleineren Baum eingebaut, der hier jetzt steht. Und dann setze ich hier, kann ich jetzt noch einen anderen Baum einsetzen und dabei packen, aber dieser Baum gleiche Höhe setzen wir hier auch an, aber so, so, so sitzen dann diese Bäume, der eine dort, der andere da, das muss man nachher so ein bisschen, wenn man das ausarbeitet, dass es die gleiche Größe hat.
So, dann dass die Bäume immer ein bisschen versetzt stehen, aber nie so direkt nebeneinander, so auseinander, immer einmal so versetzt. Und die andere Variante ist auch noch, dass man den Baum zu mehr Tiefe und Optik nimmt und den Baum hier ansetzt an den anderen Baum und dann so ein bisschen auch versetzt nimmt den Baum, aber dann so, dass er bei dem anderen Baum das Blattwerk so übereinander lappt. So ist eine Variante, die Bäume einzufügen. Später kommt das hier mit Gras und Halt geben. Und wie das alles geht, da habe ich noch ein anderes Video zugemacht. Jetzt zeige ich euch auch detailreicher, wie man malt. Jetzt geht es nur um das Hinstellen und Portionieren der Bäume, was man da beachten muss. Und dann ist es noch wichtig in der Landschaft, wo man noch drauf achten muss, wenn man den Baum malt, dass man nicht dann da steht und dann bei diesem Kleinen bleibt. Ein Baum ist hier die Horizontlinie in den Wald, in den Himmel hinein, nicht Wald, Himmel hinein. Das heißt also, ich nehme jetzt einen Baum und wenn ich den jetzt in die Landschaft setze, dann gehe ich ja meistens gleich auch unten ansetze mit dem Baum, so, und dann hochgehe mit meinen Ästelungen und alles, was ich so habe in einer Landschaft, dann baue ich das so auf, dass ich etwas über den Horizont in den Himmel mit dem Baum hineingehe und diesen dann ausarbeite, sodass der Baum hier mit in diesen Himmel hier so hineinkommt. So sollte ein Baum dann eingefügt werden. Und wenn ich jetzt hier die Bäume versetzt mache, dass das dann auch ein bisschen höher kommt und dass das alles so in den Himmel geht und hier ebenfalls. Dass man immer so ein bisschen höher macht, sodass man das einfügt. So, und hier unten wird es ja dann mit anderen Landschaftsebenen, da kann man hier noch Sträucher, Wiese, Gräser und andere Sachen hier alles einfügen. So sieht es ungefähr aus, wie man Bäume in eine Landschaft integriert. So, das war es jetzt einmal zu diesen Bäumen. Und wie gesagt, ich habe noch ein Video gemacht über die Bäume, wie man malt. Guckt euch mal durch. Mein Kanal, da zeige ich auch, wie ich was male und da sieht man das dann noch detailreicher. Das war zu diesen Bäumen, wie das da so am besten in die Landschaft geht. Ich habe hier noch ein paar gemalte Werke, wo ich euch das nochmal mit den Bäumen einmal veranschaulichen möchte, dass ihr das einmal hier seht. Da habe ich hier an einem Wegrand so mehrere Bäume eingebaut und die sind alle ein bisschen versetzt. Hier ist der Baum etwas höher und auch in den Himmel reinragend. Dann geht das hier die nächste Reihe über, immer kleiner werdend und versetzt auch. Und hier seht ihr auch noch mal eine kleine Baumreihe und die ragen dann auch über den Horizont in den Himmel hinein. Und hier sieht man auch die Bäume, wie die so überlappt gemalt worden sind hier an diesem Bild. Das ist dieser Nest. Dann habe ich hier irgendwann auch mal Bäume so gemalt, dass so ein kleiner Park. Und da sieht man auch, wie die Bäume so aneinander stehen und die Sträucher und sich miteinander verbinden und verweben. Oder hier in dem Baum hier auch, wie solche Schatten von der Sonne sich auf die Baumrinde setzen. Und das habe ich dann hier auch noch mal so schön. Und dann sieht man auch hier, wie die Bäume und alles so am Überlappen ist und wie die Bäume so stehen. Und dann hier auch wieder der Schatten in den Bäumen, dass auch der Schatten hier auf die Krokuswiese fällt. Und hier habe ich noch mal ein Bild. Das ist auch, da habe ich auch Bäume eingepflanzt. Das ist diesmal so eine Idee gewesen. Ich bin im Frühling und gehe in den Sommer reingelaufen. Da heißt, hier habe ich auch wieder diesen besagten Baum, der bis in den Himmel ragt. Und dann hier gehe ich da hinein, das ist der Kreis und den da drinnen dann. Und hier sieht man in diesem Bild dann auch noch einmal
Hier geht es diese ganzen Bäume, wie die so angeordnet sind. Das ist, ich bin im Herbst. Hier bin ich im Herbst mit diesem bunten Laub und ich laufe mit dem Weg hinein in den Winter. Und dann hat man hier diesen einen Baum für sich da stehen, der auch hier in den Himmel reinragt und hier ebenfalls, und dann wie das alles so ein bisschen da versetzt ist. So könnte das aussehen, wenn man die Bäume so malt. So, das war's mit diesem Video hier.